Guten Tag. Es tut mir leid. Ich war in Gedanken ganz woanders. Nehmen wir mal die Pilze. Guten Tag. Beenden. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Und? Einen Moment. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Annehmen. Nee, das Runenbewahrer-Ding brauche ich gerade noch nicht. Die Einsamblende kann ich mit rausnehmen und pack das mit rein. So. Da vorne. Das ist nämlich die Questreihe für die Instanz später, wo ich dann etwas Hilfe brauche. Ist eine Solo-Instanz, die nicht in einer Gefährtengruppe abgeschlossen werden kann. Okay, das hier ist erstmal noch eine alleine. Und die, die danach kommt, da brauche ich dann die Gruppe. Aber die geht doch erst ab Level 20, glaube ich. Ringelblume Buffin weiß, welches Harbockland dadurch droht und hat euch in den Wald gebracht, damit ihr euch das ansehen könnt. Mhm. Keine Sorge, ich kenne den alten Wald wie meine Westentasche. Okay. Gut, dann lauf mal voraus. Also die eine Instanz, die halt hier nachkommt, die habe ich sogar bis auf den Boss allein geschafft. Aber beim Boss, da bin ich halt auch auf Tank und DD angewiesen. Leider. Ich bin ja eigentlich eher so jemand, der immer als alleine macht. Das stimmt immer. Vor allem, ich frage mich halt immer, wo... Na gut, ist wahrscheinlich ihr echter Name, der hier angezeigt wird und nicht ihr... anderer Name. Vor allem, die andere Frage wiederum, warum ist Ringelblume jetzt vorm alten Wald, wenn sie doch rein theoretisch im alten Wald ist? Das ist seltsam. Das ist ja die Person von eben, der auch 1:1 genau so aus. Dem Schild und dem Stöckchen. Hallo, ihr Viecher. Sag mal, ich kann mal das mit dem Blumenstein einmal probieren. Und der sollte jetzt eigentlich... Okay, nee, tut er nicht. Also wir können sie hier auch mitteilen. Wie viele Bäume sind ein Wald? Hey, gute Frage. Gute Frage. Wartet, ich sehe die Baumwesen da drüben. Frage, jetzt möchte ich die Antwort wissen. Vielleicht bekommen wir so heraus, was hier los ist. Sich da. Hervorragend. Ah. Der Aridfürst wird zufrieden sein. Sobald er bekommt, was er will, wird dieser Wald uns gehören. Enttäuscht mich. Ich finde die Antwort spannend. Los, das ist unsere Chance. Zwei. Ihr werdet diesen Wald nicht zerstören. Nicht solange wir hier sind. Also, ihr hättet so gesagt, 5, 6, glaube ich, denke ich. Weil dann hätten wir ja quasi auch einen Wald auf dem Grundstück. Und vom Fenster habe ich 2 Bäume, dann wohne ich für den Wald oder nicht. Also, vielleicht so 5 bis 10, hätte ich jetzt halt so gesagt, ne? Wäre halt ein kleiner Wald. Ja.
darauf überhaupt eine Antwort? Ein Wäldchen. Dann wäre eine Allee ja auch ein Wald. Weil eine Allee mindestens zwei Bäume besitzt. Ihr habt das Haus von John Bombardier erreicht. Hier wollte ich zwar noch gar nicht hin, aber passt. Juhu! Das ist dann schon ein Urwald. Und was ist das hier dann? Wollt ihr noch gar nicht hin? Egal, es ist zu spät. So, den kann ich jetzt erstmal rausnehmen, glaube ich. Beziehungsweise... Ja, ist das hier dann die Instanz? Habt ihr schon mal solch eine gemütliche Hütte gesehen? Was für ein seltsamer Anblick. Eine saubere kleine Hütte mitten in einem gefährlichen Wald. Es gibt bestimmt irgendwo eine Definition, mal schauen. Er kann es ja mal googeln. Eine Straße, viele Bäume. Es ist eine Allee. 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 Ja, okay, Stadionfeeling. Ich kann nicht singen, deswegen lasse ich es auch lieber. Sonst flüchtet ihr gleich wieder. Ich brauche eine Beschreibung von diesem faszinierenden Tom Bombadil. Tom Bombadil. Ihr wisst, dass ich unsere Reise aufzeichnen will. Ich möchte die gesammelten Erfahrungen und besuchten Orte festhalten. Und dazu gehört auch die Beschreibung der Leute, denen wir begegnen. Ohne eine Beschreibung dieses faszinierenden Tom Bombadils wäre keine Chronik vollständig. So viel steht fest. Aber bei diesem Versuch stoße ich auf Probleme, da ihm keinen meiner Beschreibung gerecht wird. Würdet ihr mit ihm sprechen und so viel wie möglich über Tom in Erfahrung bringen, damit ich mehr über ihn weiß? Was sind seine Vorlieben und Abneigungen? Wo stammt er her? Und wie verbirgt er seine Tage? Wie verbringt er seine Tage? Oh Gott. Ich wünsche euch viel Glück. Vielleicht werden meine Worte ja fließen, wenn ihr zurückgekehrt seid, um mir Bericht zu erstatten. Ja, vielleicht. Vielleicht werden sie das. Warte mal, hat euch den Tumbombe gebracht. Tom ist in der Nähe seines Hauses. Oder darin. Okay, ich gehe mal von aus, dass Tom drin ist. Du bist bei Tom und Iron ist nicht da, wie kannst du nur? Du, wir werden hier nur ganz oft bei Tom rumeiern. Ich wollte hier aber auch gar nicht hin, ne? Ich wollte hier noch gar nicht sein. Gut, ich dachte halt einfach, wir machen die Instanz, landen dann wieder da hinten. Ich habe vergessen, dass wir dann hier landen. Also da landen. Weil eigentlich wollte ich erst mein unliebsames Gelände erkunden. Es ist nämlich hier unten. Da hocken nämlich die ganzen ekelhaften Krabbelviecher. Es gibt eine Definition laut der Vereinten Nationen. Mindestens halber Hektar in 10% Baumkronen von Anzahl der Bäume steht da nichts. Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. So. Jetzt reite ich trotzdem in mein Hassgebiet. Es muss ja leider gemacht werden, ne? Geht ja kein Weg dran vorbei. Muss er ja hin. Darf mir nur nicht verlaufen. Oh, da sind sie schon. Oh Gott. Sobald ich die Spinne sehe, kribbelt echt alles, ne? Ist das grauenvoll. Wer hat sich diese Viecher nur ausgedacht? So, da muss ich jetzt erst, glaube ich. Nee, ich muss noch ein bisschen weiter. Vergessen wir nicht, ihn von Iron zu grüßen. Das mache ich. Aber gerade reiten wir ja eh nochmal dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Weil ich mir die eine Quest hier halt abholen möchte. Was benötigt ihr? So. Bitte wartet. Ich sorge für die Unruhen im Wald heraus. Okay. Dann ist das Böse auf 8 Beinen. Oh.
Und die Königin der Höhle. Es sollte eigentlich nicht heißen Königin der Höhle, sondern Königin der Hölle. Das wäre treffender. Also ab in mein Hassgebiet. Ich krieg jetzt schon zu viel. Hügelklepper-Eisen, das nehmen wir noch mit. Da können wir nicht genug von kriegen. Also wenn ich gleich aufschreie, weil wieder irgendwas von der Decke krabbelt, ne? Ich warne euch vor. Am besten ihr steckt euch schon mal Oropax in die Ohren. Das könnte laut werden. Beziehungsweise muss ich auch erstmal den Weg finden. Bin ich hier richtig? Große Spinni, hä? Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich glaube, hier muss ich lang. Also einmal absitzen. Und hallo, ihr kleinen Netzweber. Weiter rausscrollen kann ich leider auch nicht. Ich bin jetzt so weit, wie es geht. Ich muss mir mal seine Lieblingsbilder anschauen. Aber ich glaube, ich wohne dann wirklich im Wald. Also eigentlich, rein theoretisch, wohnen wir im Wald, beziehungsweise gegenüber von dem Wald. Rein theoretisch. Ja, hier bin ich richtig. Oh, hier müssen wir hin. In der Karte wird safe im Wald. Ja. Also wie gesagt, oh nein! Direkt im Spinnengebiet darf ich mich nicht bewegen. Das ist doch mies. Was für... Ah, jetzt darf ich mich wieder... Oh Gott sei Dank. Ich dachte gerade schon, ey. Also wenn ich jetzt hier stecken bleibe, ne? Wegen meinem Internet oder wegen den Servern. Ich krieg einen Kollaps. Ich krieg einen Kollaps. Ich will nicht. Oh Mann. Oh, ich bin immer noch nicht sicher, ob ich später diesen einen Raid bei den Spinnen machen möchte. Ich weiß es nicht. Ich werde durchdrehen. Oh, wie die krabbeln. Allein schon, wie sich diese Viecher bewegen. Das ist so ekelhaft. Das ist grauenvoll. Das ist echt grauenvoll. Oh. Nein, warum scroll ich ran? Oh Gott. Aber ich darf nicht mehr so viel machen. Meine Ausrüstung ist schon fast im Arsch. Oh, 35. Okay, dann sollte ich mich erstmal zurückhalten. Da ist aber noch eine Blume. Die nehmen wir. Die holen wir uns. Das kleine Blümchen. Ich glaube, ich habe da einen Hundehafen. Mein Mikro. Ich mache eine Hundehaare. Ja, du machst das so gut mit den Spinnen. Ich könnte Spinnendompteur werden. Oh Gott, ist das ekelhaft. Ich habe mal gesehen, die bewegen die Beine mit dem Blutdruck. Dass da nicht wirklich Muskeln drin sind. Kann aber sein, dass ich das gerade was verwechsel. Oh Gott, das macht sich besser. Ich bin's halt nur ekel. Leck mich! Ihr dreckst dich! Ich hasse die Dinger! Ich will nicht mehr! Ich will hier weg! Ich hasse Spinnen! Das ist gemein. Boah, sind die weg? Sind die Viecher weg? Genau das meinte ich. Das sind diese Momente, wo ich dann einfach anfange zu schreien. Ich hab Angst vor den Viechern. Ey. Nein, verpiss dich. Komm, hau ab. Ich will nicht mehr.
Ich mach Urlaub. Ich hasse es. Ich hasse es einfach nur. Vor allem kennt ihr das, wenn ihr euch vor etwas ekelt und dann einfach nur alles am Jucken ist und einfach alles kribbelt. Ich hab Angst. Ich will nicht weitergehen. Ich will nicht weitergehen. Ich hab Angst. Weißt du, das geht hier einfach mal so durch und nietet alles nieder. Nee, ich bleib hier so lang. Ich hab Angst, dass hier gleich wieder so ein Viech runterkommt. Was in die Richtung. Welches Level bist du eigentlich? 32, ja, kein Wunder. Boah. Hybrid, hör auf mit der Scheiße! Ich dreh mich sicher jetzt einfach selber um. Nein, lass mich nicht allein! Komm hier wieder her! Komm schon! Herzwert, bitte! Lassen Sie mich nicht hier alleine! Warum geht er wieder? Kommen Sie zurück! Ich brauch Sie doch! Drecksdinger, ey. Vor allem, weißt du, selbst wenn du eine echte Spinne kaputt machst, das Bein bewegt sich trotzdem noch. Ja, man wurde schon gerade. Ah! Ich hab mir was aus den Augenwinkeln gesehen. Ich hab vor dem, ganz ehrlich, ich hab vor dem Raid mit der fetten Spinne echt Angst. Vor dem Spinnen-Raid habe ich echt Angst. Das wird nichts. Das wird nichts. Das ist wie ein Horrorfilm für mich. Es gibt ja auch dieses eine Video, wo so ein Hund so ein Spinnenkostüm anhat. Ohne Scheiß, ich habe mich auch davor erschreckt. Obwohl man gesehen hat, dass es keine Spinne ist. Diesmal. Nein. Na? Weg. Brutzt euch die Beine ab. Spinnen sind so furchtbare Wesen. Vor allem, alle sagen: Ja, Spinnen sind nützlich, die fangen Mücken. Scheiß tun die, ich hab trotzdem Mücken hier drin. Diesmal habe ich euch gesehen, ihr kleinen Pimpfe. Wäre ja okay, wenn sie sich anmelden. Ich meine, hey, hallo, ich bin Günther. Ich stehe hier witzig. Ich bin doch ganz ruhig. Zack, das Eis ist geboren und alles ist fallen. Ist so. Ganz ehrlich, wenn sie einfach sagt, hey, hallo, ne? Alles fit? Wie geht's dir? Darf ich hier so ein bisschen abhängen? Boah, da ist das Viech. Da ist das Viech. Es ist so ekelhaft. Es ist echt. Und das ist nicht die größte Spinne, die es hier gibt. Es gibt doch tausendmal Spinnen, die noch größer sind. Oh, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft, wie die sich schon bewegt. Allein wie die sich bewegt. So, komm. Ich fucke dich ab. Widerliche Exemplare. Ich bin 200 auf der Autobahn. Im Auto unser Glück ist durch. Ey, Alter, mach keinen Mist oder wir gehen beide drauf. Ja. Boah. Da hätte ich echt Schiss vor, weißt du? Ah! Nee, verpisst euch, ich geh andersrum.
Ich weiß, wenn ich jetzt warte, kommen sie gleich, spawnen sie gleich auf dem Rückweg. Alter, vier dieser Dinger. Ihr habt doch Langeweile. Weißt du, sucht euch doch andere Opfer. Der war... Ich werd weg hier. Darf ich andere Dinge verbrauchen. Danach dürfen wir endlich zurückgehen. Nur abgestorbene Wurzeln. Hier hinten alles erledigt. Weg hier. Einfach nur weg hier. Das war so schön, der Schrei. Oh Gott. Vielleicht lädt er ja noch. Ah, das spawnt das Viech. Ich bin weg. Ha, hast mich nicht mehr erwischt. Euch habe ich gesehen. Hier, weg hier, einfach nur weg hier. Oh, ich will hier einfach nur noch raus. Oh, das ist so die schlimmste Stelle bis hierhin, ne? Diese Spinnenwälder sind sowas von ätzend. Wer sich das ausgedacht hat, der hasst Menschen. Ein Grund, warum ich Skyrim nicht mehr ohne Mods spielen kann. Weil ich es grauenhaft finde, wenn die Spinne von der Decke kommt. Das ist so für mich das Allerschlimmste, was eine Spinne tun kann. Wenn sie einfach so aus heiterem Himmel auf einen hinabfällt. Und du dann erstmal da drunter bist und alles von dem Viech siehst. Alles. Selbst die edelsten Weichteile von dem Viech. Das ist so grausam. Das ist grausam. Boah. Nee. Kann ich nicht ab. Ey, aber jetzt sind wir in dem Gebiet nicht stecken geblieben. Das ist schon mal was. Jetzt darf das Spiel gern wieder haken. Jetzt habe ich da nichts dagegen. Jetzt sind wir aus dem Ding raus. Dann müssen wir auch nicht mehr hin. Grauenvoll. Widerliche kleine Geschöpfe. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Wie groß möchten Sie Ihre Spinne haben? Yep. Riesig. Gigantisch. Monströs. Ballade von Bingo Boffin. Sehr schön, Dufte, sehr schön. Oh Gott. Will ich mir das angucken? Will ich mir das nachher angucken? Ich guck's mir sowieso an, aber ich will das angucken. Ah, schön, ey. Echt schön. Weißt du, der erste Stream seit einer Woche und dann kommt gleich so eine Scheiße. Ich komm schon. Den zweiten Schrei habe ich. Oh Gott. Oh Gott. Aber nur oh Gott. Kann ich noch einmal? Ja, einmal kann ich noch. Sehr gut. Thank you.
Ich glaube, das waren erstmal alle Spinnen. Ich glaube, jetzt kommen erstmal keine mehr. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ich glaube, in den Hügelgräberhöhen gibt es nämlich keine. Wir können das gebrauchen, das ist gut. Was manche Leute sich rausnehmen. Da können wir nichts gebrauchen, also ist es egal. Okay, das kann ich auch nicht gebrauchen. Stimmt, ich kann gleich mal gucken, ob wir noch was herstellen können. Ja, so das Lager, da muss ich jetzt nächstes hin. Okay, komm, jetzt Puderwillweber. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Die sind alle irgendwie miteinander verwandt, die Viecher. Das kann weg, das kann weg. Das ganze Essen kann eigentlich weg. Brauche ich eh nicht. Die Farbe behalte ich ausnahmsweise. Stück Umbra. Brauche ich Umbra? Ich weiß nicht, ich glaube, Farbe werde ich sowieso nicht herstellen. Weiß auch gar nicht, ob ich Farbe überhaupt herstellen kann. Ob ich dafür einen anderen Beruf brauche. Also einfach weg damit. Einfach weg damit. Schwefelbrocken können auch weg. Das brauche ich zum Kochen. Das kann weg. Der Wettstein kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Schmiedekunst kann auch weg. Okay. Dann einmal alles reparieren. So, und dann einmal ganz kurz Crafting. Man hat ja auch sonst nichts zu tun, ne? So einmal auf den Schock. Aber die hätten die Crafting-Stelle ruhig etwas näher an den Hauptort packen können. Nicht gerade vorteilhaft hier hinten. So. Dann machen wir das einmal. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Drei von 15 ist ein bisschen... Ist ein bisschen was. Wie viel kriegen wir dafür? Handwerks-EP in Geselle 8. Boah, 8 ist okay. Mit der 8 kann ich dealen. Ist auch seltsam, dass ich in Herr der Ringe echt mal versuche, mich so ein bisschen ans Craften zu tasten. Das erste Mal, dass ich das mache. Meine ersten Lotrufversuche waren immer ohne den ganzen Kram. Bis ich gesehen habe, dass ich meine eigenen Runensteine herstellen kann. Craften hat das immer so in Farming aus. Also ich finde beim Kesselflicker bisher ist das eigentlich recht easy, weil du läufst halt an den ganzen Sachen, die du brauchst, läufst du halt einfach vorbei, ne? Brauchst du jetzt nicht explizit suchen, also bisher. Ich weiß nicht, wie sich das später verhält. Aber bisher ist es... Außer beim Koch. Beim Koch weiß ich halt einfach nicht, wo ich diese scheiß Zutaten herkriege. Also wenn ich Bauer bin, weiß ich, kann ich mir sowas wie Zwiebeln und sowas halt selber anpflanzen. Aber ich bin kein Bauer, ich bin nur Koch. Das heißt, ich weiß nicht, wo ich diese ganzen Sachen herkriege. Und auch im Feld finde ich bisher immer nur Frühlingszwiebeln und keine normalen Zwiebeln. Das ist ein bisschen... etwas blöd gemacht. Da weiß ich noch nicht, wo ich da was herkriege. So. Jetzt einmal Goldschmied. Knusprige Spinnenbeine sind bestimmt eine Delikatesse. Hör auf! Aus. Einfach nur aus.
So, warte mal, da gucke ich einmal ganz kurz, ob ich hier was herstellen kann, was ich brauche. Nee, das ist schlechter. Ich glaube, die ganzen Kupfersachen brauche ich auch nicht mehr herstellen. Kupferspäne. Sind wie viel gibt es für ein Rezept? Oh. Ernsthaft? Ernsthaft? So, mache ich das einfach mal. Dann sind wir da zumindest auf der nächsten Stufe. Man kann es auch schaffen, tatsächlich nur mit den ganzen Crafting-Berufen zu leveln. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. So. Wir haben zumindest gleich den Lehrling. So, dass wir den Gesellen machen dürfen. Juhu, wir dürfen Geselle machen. Sehr geil. Das gucke ich mir gleich an. Vor allem das Geile ist, du kannst cooler Furz, du kannst den Goldschmied eigentlich mega geil leveln. Und zwar, wir stellen ja jetzt aus den Kupferbarren stellen wir ja die Kupferspäne her. Und das Geile ist, du kannst das die ganze Zeit hin und her machen. Du kannst aus den Kupferspänen kannst du wieder Kupferbarren herstellen und umgekehrt. Das heißt, du kannst die ganze Zeit eigentlich einfach nur das hin und her craften. Und dann, damit levelst du halt die Lehrlingsstufe. Das ist mega cool. Du brauchst dafür nichts sammeln. So, das war ein easy. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? So, einmal reparieren. Das ist nicht irgendwo weniger. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, nee. Oder zumindest nur minimal. 100 Kupferspäne. Aber es ist cool. Du kannst halt wirklich die ganze Zeit hin und her machen, ne? Das ist cool. Ich glaube, du kannst es dann hinterher auch wieder zerlegen. Meine ich. Genauso wie diese Achate. Stimmt, warte, die könnte ich einmal machen. Die kann ich da, glaube ich, für den Gesellen brauchen. Für einen Barren bekommt man 2 Späne. Braucht aber für 3 für einen Barren. Also ich brauche für beides jeweils 2. Ich brauche für die Kupferspäne brauche ich 2. Und für die Kupferbarren brauche ich auch 2. Also 2, 2. Huch. Bitte die Achate noch. Warte mal, warte. Kann ich das? Ja, ich kann das sogar ver... Okay, das kann ich nicht, aber das hier. Dann verbessere ich die Sachen. Ja. Ja, quasi. Für Kupferbarren brauche ich 2, krieg 1. Also du kannst es zumindest so machen, dass du zumindest den Meisterlehrling kriegst. Und danach brauchst du es halt ja eh nicht mehr. Du brauchst dann diese ganzen Kupferbarren, brauchst du später nicht mehr. Zumindest nicht für den Gesellen. Der Geselle macht dann... Ja, beim Gesellen sind es dann Silberspäne. Dafür brauchst du Silber und Eisen. Was beim Gesellen. Das heißt, alles für Kupfer brauchst du erstmal nur für den Lehrling. Und sobald du den Gesellen hast, brauchst du das alles hier nicht mehr. Es sei denn, du stellst das für jemanden niedrigen her. Das für jemand anderen brauchst. Aber bis auf das hier, brauchst du das alles nicht mehr. Deswegen ist es eigentlich egal. Hier ist dann ab Stufe 12 alles mit Silber. Wo ich hier noch? Ne, hier ist auch Silber. Ich weiß natürlich nicht, wie das dann auf höherem Level ist. Aber erstmal braucht man dann das ganze Kupfer nicht mehr. Deswegen kann man das ja ruhig verbraten.
Du läufst rein theoretisch, wenn du die durch die Welt läufst, läufst du an sich Kupferdingern vorbei. Also praktisch. Hier praktisch. Habe ich jetzt alle Edelsteine? Ja.